Erinnern Sie sich noch an dieses Geräusch? Ein Knacken, ein Fiepen und die Frage: Bin ich da schon drin oder was? Als AOL im Jahr 1999 diese Werbung schaltet, ich verstehe absolut null von Technik, ist das öffentliche Internet schon 6 Jahre alt und das piepsende Modem wird für immer mehr Menschen Alltag. Vor 30 Jahren, am 30. April 1993, bringen Forscher aus Genf das World Wide Web auf den Weg. Das Europäische Kernforschungszentrum CERN stellt den Programmcode des WWW der Öffentlichkeit vor. Welche Bedeutung das Netz in der Zukunft haben wird, ahnen damals aber vermutlich nur die wenigsten.